Was geht ab? Wir zocken eine weitere Folge Stranded Deep. Mittlerweile Folge 21. Wir kümmern uns heute um den Ackerbau. Wir werden heute anfangen, unsere eigenen Beete herzustellen und zu bepflanzen und zu bewässern. Volles Programm. Dazu benötigen wir auf jeden Fall zuallererst eine primitive Hacke. Diese hier. Die könnt ihr ganz leicht herstellen, indem ihr ein Steinwerkzeug, ein Holz und ein Tauwerk benutzt. So, mit dem ausgerüstet in der Hand geht ihr ins Baumenü. Und seht schon, hier sind die drei Arten von Beeten, einmal Holz, Bretter und Wellblech. Ich habe das schon so von den Materialien her gesehen, etwas vorbereitet. Sehr viel Wellblech mittlerweile gesammelt. Wir nehmen uns auf jeden Fall erstmal 4 Stück raus für 2 Beete. Und werden uns 2 Beete hier hinsetzen. So, eins kommt. Ja, oder nein, doch, vielleicht, ich weiß nicht, hier hin. Und das zweite setzen wir direkt daneben. Pass am besten auf, dass es auf einer geraden Ebene passiert, weil sonst sieht das ungefähr so komisch aus. Es geht leider nicht auf dem Fundament, das habe ich schon ausprobiert, das geht leider gar nicht. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, es kann auf jeden Fall nur auf dem Boden platziert werden. Aber gut, so, wir haben jetzt hier die Beete. Tipp von mir, legt auf jeden Fall die Hacke weg, damit ihr das nicht später wieder komplett aberntet, aber das zeige ich euch später. So, das heißt, wir brauchen jetzt dafür Pflanzen. Es gibt die Möglichkeit auf die herkömmlichen Pflanzen wie Aloe Vera, habe ich schon alles vorbereitet hier, Aloe Vera Pflanzen, Schlagkraut, diese Wawula Wula und Gabelblattfarn. Gabelblattfarn ist für Gegengifte sehr nützlich. Und Aloe Vera braucht ihr, wie gesagt, steht ja da, um vor dem Sonnenschutzfaktor ein bisschen in Sicherheit zu sein. So, Schlagkraut ist dafür da, gibt es einen Trank, damit ihr länger unter Wasser atmen könnt. Wir nehmen erstmal die zwei wichtigen Sachen und pflanzen die ein. So, das heißt, ihr nehmt die Pflanze in die Hand, stellt euch vors Beet und haltet 4 gedrückt. Ganz einfach, ganz schnell und easy gemacht. So, jetzt seht ihr schon, es ist leicht bewässert. Wir wollen aber noch mehr Wasser da reinpumpen. Das heißt, wichtig dafür ist, ihr braucht eine Kokosnussflasche. Also mindestens. Es gibt noch zwei andere Sachen, zeige ich euch gleich. Und zwar, wenn ihr euch jetzt die Kokosnussflasche nehmt und stellt euch vor eurer Wasserdestillationsanlage, könnt ihr mit 4 Kalken aufsammeln. Jetzt steht unten links, es hat keinen Platz mehr für Wasser. Das heißt, es ist schon voll. Wenn ihr im Rucksack eure Kokosnussflasche anguckt, seht ihr in der Mitte unten, dass Nahrung eine Portion enthält. Das heißt, es ist einmal Wasser schon drin. So, dann stellt ihr euch damit vors Beet und haltet 4 gedrückt. Und so einfach ist das. Geht zu eurer Wasserdestillationsanlage, füllt auf und ja, geht zum anderen Beet zum Beispiel, etc. pp. Ne? So ist die grundlegende Bewässerungstechnik. Es gibt noch die Möglichkeit, dass ihr, ja, ich sag mal, noch andere Sachen benutzt. Zeige ich euch sofort. Ich mache noch eben hier den letzten Tropfen ins andere Beet. So, könnt ihr auch hier vorne irgendwo ins Beet knallen. Dann wisst ihr wenigstens, dass ihr das da habt. So, wenn ihr jetzt ins Baumenü reingeht und geht auf, nicht Gebäude, sondern Verbrauchsgegenstände, seht ihr hier eine Wasserflasche aus Leder. Mit der funktioniert das auch. Ich glaube, die hat nicht eine Wassereinheit wie die Kokosnussflasche, sondern 2, meine ich. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gebaut. Und die Tonflasche weiß ich definitiv, dass die 4 Portionen hat. Also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu bauen. Dafür braucht ihr einen Ofen, 2x Lehm und ein Tauwerk. Kommen wir auf jeden Fall später noch zu, werde ich auch machen. So, Pflanzen, gar kein Problem. Wenn ihr jetzt die Hacke nehmen solltet und steht davor, dann steht halt die Viereck zum Entfernen. Dann entfernt ihr die komplette Pflanze und könnt neu bepflanzen. So, deswegen legt ihr am besten immer schön weg, nicht dass da irgendwas passiert. Das ist die grundlegende Technik vom Anpflanzen. Ihr habt bewässert, ihr habt bepflanzt. Jetzt müsst ihr in der Regel 2 bis 3 Tage warten und dann könnt ihr auch schon die erste Pflanze, wie hier vorne, so sieht dann ungefähr die Aloe Vera aus, könnt ihr die ganz normal abernten und für euch benutzen. Tipp von mir, macht auf jeden Fall mehrere Beete. Von jeder Pflanze mindestens ein. Und es gibt die Möglichkeit auf Gemüse. Man kann auch Gemüse anpflanzen. Das heißt, es gibt hier unter anderem Kartoffeln, die fürs Endgame auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Ich habe die bis jetzt hauptsächlich auf so kleinen Inseln wie da hinten gefunden. Deswegen würde ich sagen, ich rudere kurz darüber und wir sehen uns dann gleich da drüben wieder. Bis gleich! So, wir sind auf der Insel angekommen. Und ich zeige euch, wo ihr diese Kartoffeln findet. Generell sind die immer in der Mitte der Insel. Ihr müsst auf jeden Fall gut suchen, weil so offensichtlich sind die gar nicht. Man sieht die kaum, bin ich ganz ehrlich. Ich muss mal eben selber gerade schauen, wo die waren.
Ich habe die nämlich schon mal durch Zufall gefunden. Ist natürlich jetzt auch wieder etwas dunkler. Ich meine, hier, da sind sie. Da steht's, Kartoffeln. Hier sieht man, ich sage ja recht schlecht. Ihr müsst wirklich, lauft am besten in der Inselmitte einfach ein bisschen rum, guckt auf den Boden, lauft langsam und dann findet ihr die. Kartoffeln aufnehmen. Zack, einfach Viereck, habt ihr in der Hand. So sehen die im Inventar aus. Die kann ich einpflanzen, steht sogar da, eine Portion. So, jetzt wird es natürlich dunkel. Ich segle eben zurück nach Hause und ja, mit einem neuen Beet und den Kartoffeln in der Hand melde ich mich wieder. Bis gleich. Ich bin wieder zurück und ja, hab noch ein drittes Beet gebaut, wie angekündigt. Ihr könnt, habe ich gerade auch noch rausgefunden, ihr könnt nicht bewässern, sofern nichts drin ist. Das geht nicht. Also hier ist ja was drin, hier könnt ihr halt Wasser, ne? Also halt zum Befüllen. So. Nur mal so nebenbei, falls irgendwie einer denkt, warum kann ich ja kein Wasser reinmachen? So sieht's aus. So, Kartoffeln, genau dasselbe Spiel. Einfach einpflanzen und anfangen zu bewässern. Ich habe dummerweise erstmal nichts drin, muss also noch warten. Das heißt, wir knallen die erstmal hier hin. Und ja, was gibt's noch zu berichten? Was kann ich euch noch erklären über den Ackerbau? Grundsätzlich haben wir, meine ich, alles durch. Ich sag ja, wenn ihr sagt, okay, ich möchte keine Aloe Vera, haltet Viereck, ihr habt ein freies Beet, ihr seht, die Bewässerung ist weg. Das heißt, nutzt es auf jeden Fall, seid klug und überlegt euch echt vorher, wie, wo, was ihr wie machen wollt. Weil einmal gesetzt, ihr könnt das ganze Ding natürlich auch abreißen. So, was habt ihr raus? Ihr habt zwei Wellbleche raus. Das heißt, ihr habt gar keinen Verlust von Materialien. Das ist schon mal nicht verkehrt. Könnt das also irgendwo anders bauen. Nur die Pflanze ist weg. Das muss euch bewusst sein. Und ja, der Wasservorrat natürlich auch. Sehr klar. Es versickert ja in der Erde dann. Was haben wir noch? Kartoffeln haben wir angepflanzt. Braucht ihr später auf jeden Fall für den Sprit. Da kommen wir aber noch in einer späteren Folge hinzu. Dann werden wir nachher auch noch über den Hubschrauber reden und über den Floßmotor. Ich werde meinen Floß auf jeden Fall noch etwas verkleinern, werde die Kisten, die jetzt hier vor mir sind, die zwei Reihen werde ich auf jeden Fall noch ins Haus reintun, um ein bisschen Sachen zu bunkern, weil hier draußen alles zu lagern ist ein bisschen, ja, schwierig. Jetzt fängt es sogar an zu regnen. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das direkt was macht oder ob das erst richtig bewässert wird, wenn der Regen vorbei ist. Der ist auf jeden Fall wieder eins aufgefüllt, das heißt, es funktioniert. Der Regen füllt euch auch eure Beete auf. Ergibt eigentlich Sinn, aber ne, man weiß ja nie, wie das Spiel ist, weil wenn ich mir das hier angucke, dann ist das alles ein bisschen fragwürdig. Ja, aber das ist ansonsten eigentlich alles zum Ackerbau gewesen. Lass mich mal ganz kurz noch durchs Menü scrollen. Wir können aber noch zusammen, einfach nur, weil ich genug Ressourcen habe, eigentlich die Flasche mal herstellen hier. Und können eigentlich mal gucken. Okay, ein Stock, komischerweise ein Stock für das Ding. Können das Ding mal herstellen und können mal gucken, was der uns gibt. So. Null Portion hat das Ding. Einer geht auf jeden Fall rein. So. Und ich glaube, ein zweiter wird da wahrscheinlich auch noch gehen. So. Der ist auch befüllt. Ich weiß nicht, ob das konstant nach oben geht. Müssen wir auf jeden Fall gucken. Tipp von mir, sucht euch viele Kartoffeln. Also die erste Ernte von Kartoffeln würde ich sowieso nehmen und würde damit direkt ein zweites Beet machen. Weil ihr braucht jede Menge Sprit nachher. Ich habe das schon mal ausprobiert und das ist auf jeden Fall nicht ohne. Deswegen macht auf jeden Fall von den Kartoffelbeeten, Tipp von mir, macht vier Beete, wenn es geht. Oder mindestens zwei. Dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Ausbeute. Und ja, in der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall ein bisschen wahrscheinlich über die Verbrauchsgegenstände reden. Im Groben und Ganzen. Ihr seht zwar, eigentlich ist es auch selbsterklärend. Aloe-Salbe. Wofür es ist, Verbandszeug. Ist halt gegen Blutungen. Eine Schiene ist gegen Brüche, wenn ihr euch irgendwas gebrochen habt. Mulch vom Mund weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber dafür braucht man die Früchte, wie zum Beispiel die Kura-Frucht und die Guava-Frucht. Keine Ahnung, wo man die ehrlich gesagt findet. Die Kura habe ich schon gefunden. Ein Atemschub, das ist das mit diesem Schlagkraut, was ich euch gesagt habe. Ein Heilabwehrmittel sagt eigentlich schon der Name. Das heißt, gut, eine extra Folge brauche ich dafür jetzt nicht machen. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen bei der Verarbeitung, weil der Rotfeuerfisch ist giftig. Also ihr könnt ihn nicht einfach irgendwie abziehen vom Speer, weil dann vergiftet ihr euch. Das heißt, wenn ihr das macht, stellt auf jeden Fall vorher ein Gegengift her. Das heißt, hier zwei von diesen Gelbblattfarnen oder wie das heißt, genau. Und eine Kokosnussflasche. Die Kokosnussflasche könnt ihr auch immer wieder benutzen. Nur so als Tipp.
Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen und hat auch Spaß gemacht, ein bisschen beim Zugucken. Ja, wünsche euch einen schönen Tag. Wie gesagt, freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Like da lasst. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag und sagt reingehauen.